Es ist mal wieder soweit. Wie ich's vor. Heute haben wir Schlag der 29. Let's go. Und auf gutes Gelingen. Und ich muss erstmal fit werden. Machen wir Nummer 2. Die ich's vor. Wir haben heute Dienstag. Ich bin immer noch fit. Ich war sehr spät im Bett und wohl einmal wachgerüttelt. Ich war so brutal auf den Donnerstuhl. Egal. Auf jeden Fall. Jetzt soll ich kurz fit werden. Den Klee füttern und dann geht's einkaufen, weil wir brauchen wieder neuen Stuff. Wir brauchen die Mandeln, wir brauchen die Äpfel, wir brauchen dies, wir brauchen das, alles für den Salat. Und für den Opa gehe ich auch noch ein bisschen was einkaufen. Deswegen, let's go. Und jetzt geht's hoch ins Büro, den Travel Vlog aus Innsbruck, glaube ich, schneiden. Den laden wir morgen hoch. Morgen ist Mittwoch. Zeitblase ist da. Aber jetzt erstmal lecker Käffchen. Was habe ich gesagt? Innsbruck, Salzburg. Salzburg ist die Maßnahme. Jawohl, let's go. Einen wunderschönen guten Morgen am 1. Mai. Ich glaube, ich habe tatsächlich die Woche noch gar nichts in die Kamera geschwätzt. Ja, also wir sind schon wieder in unserem viertägigen Wellnessprogramm für den Körper. Heute ist Tag 3 vom DX4, also von unserem Körper-Leberreinigungsprogramm. Ich fühle mich ganz gut, habe jetzt gerade mein Frühstück zu mir genommen. Fehlt nur noch die Aloe, die muss ich noch trinken. Und ja, ansonsten, ich weiß auch nicht, die Zeit vergeht wie im Fluge. Ich freue mich auf jeden Fall heute Abend megamäßig. Wir gehen nämlich heute Abend nach Mannheim zu Tobias Becks Rebellion im Kapitol. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Am Sonntag war ja unsere Business Opportunity, die war echt mega gut. Es war ein voller Erfolg, 58 Leute, habt ihr ja im letzten Vlog schon gesehen. Und ja, mal gucken, was die Woche sonst noch so bringt. Also ich habe einiges auf dem Tableau stehen. Ich hatte jetzt gestern Morgen schon eine Hypnosesitzung mit der Frilinde, die war auch wieder richtig gut. Und den Tag zuvor, also am Montag, hatte ich meine Reiki-Meisterstunde für April. Und jetzt nächste Woche haben wir zum Reiki-Meister auch ein Seminar, wo dann alle Reiki-Meister teilnehmen. Also, ja, bleibt spannend. Und außerdem ist Mai der schönste Monat des Jahres, weil ich habe Mai Geburtstag. Das habe ich zwar erst in 3 Wochen circa, aber ja, deswegen, wir Mai-Kinder sind einfach die besten Kinder, sage ich immer. Und ja, ich dachte, ich melde mich jetzt einfach mal, weil ich die Woche noch gar nichts gevloggt habe, aber wir nehmen euch auf jeden Fall mit im DX vor. Dürfen wir halt erst heute wieder was essen und zwar einen Salat. Mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen was mitfilmen können. Und ja, wie gesagt, aber ich, also heute Abend bei Rebellion zumindest mal so die Location und so ein bisschen die Stimmung mit aufnehmen. Und ja, ich habe eigentlich noch vor, so ein bisschen frühjahrsputztechnisch was zu machen. Eigentlich wollte ich es schon gemacht haben, weil zwischen dem Vollmond, der letzte Woche Mittwoch war, und quasi gestern, also beziehungsweise heute, war ja Walpurgisnacht, ist eigentlich eine gute Zeit, weil da der Frühling wirklich erwacht, ne? Laut den Kelten, ne? Wenn man nach dem keltischen Jahr geht, dann erwacht der Frühling jetzt. Und das ist so das Zeichen für neuen Wachstum, also quasi, ne, die Blumen wachsen neu, Fruchtbarkeit, Frühling, Sommer, Sonne. Und es ist halt auch eine gute Zeit eigentlich für einen Großputz, sage ich mal, zu machen oder so einen Frühjahrsputz. Ich weiß nicht, ich habe den Gefühl, dieses Jahr bestimmt schon 2-mal gemacht, aber ich weiß auch nicht, für mich ist es immer so ein bisschen auch, ich räume mich innerlich auf und eigentlich hatte ich das vor, aber ich kam einfach nicht dazu. Mal gucken, wie es heute aussieht oder auch morgen. Ja, schau mal einfach mal. In diesem Sinne, wir hören uns. Jetzt geht's los, wir fahren rüber nach Mannheim ins Kapitol. Abend mit Herrn Tobias Beck, Rebellion, sein Live-Programm. Bin mal gespannt, was es dort so gibt. Hab das Buch noch nicht gelesen, wir haben es zwar oben rumliegen, haben noch keine Zeit gehabt. Weißt du, um was es geht? Motivation wahrscheinlich, so ein Kram. Fällt Bambi in der Asche. Wo haben wir die Karte? Genau, let's go. Ich weiß nicht, ob ich vor Ort irgendwie was mitfilme, vielleicht mit dem Handy. Die Cam nehme ich nicht mit. Aber vielleicht packe ich die GoPro ein. Genau, die nehme ich mit. Die ist ziemlich handlich. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Bring aber erstmal noch den kleinen Harrison zur Jane, zur Schwiegermama, zur Mama. Genau. Das
So, jetzt einmal hier kurz durch die Blume. Was erwartest du von einem Heudinger? Dass du mir solche Bambi-Ohren kaufst. Welche Bambi-Ohren? Was die Frau da kauft. Aber das Ding ist ja, ne? Wenn nichts erwartet, kann nicht enttäuscht werden, ne? Doch, ich hole mir so. 5 Schleifen. Es ist kein kuscheliges Tier. Bambi steht für den Teil in dir, der deine Träume stiehlt und dein Leben zerstört. Genug ist genug. Werden wir jetzt gleich die Plätze tauschen? Nicht so, die bitte, die rennen schon los. Das ist die Sabrina, hallo Sabrina. Atmen, ausatmen. Und ich bitte dich jetzt nur in deinen Gedanken dir vorzustellen. Hast mit den Mädels draußen getobt, mit der Ronja, mit der Line. Und jetzt musst du mal gewaschen werden mit unserer guten Liquid Soap, dass du wieder gut duftest und sauber bist, gell? So, Mrs. Köy, wir benutzen deinen Handschuh zum Duschi-Dusch. Langsam mit den Ohren. Ja, ja, hier wissen, ich mag das auch nicht. Guck mal, wie fein mit dem Handschuh. Eieieiei. Ja, also irgendwie riecht der nach Scheiße. So, guck nicht so enttäuscht, Harrison. Ich bin auch enttäuscht. Dich so wasche zu müssen. Du nasser Hund, du. Unterboden. Gib mal ein Füllchen. Haare hängen bleiben, ne? Schön Popo aufwaschen. Ja. Füllchen. Jawohl, danke schön. The backside, the right side. Die Saifinio rauswaschen. Ja, du bist geschüttelt, ich weiß. Ich weiß, ja. Oh, du kleine Buchte. Guck mal, wie dünn du bist, wenn dein Fell nass ist. Die sagen immer, du bist so dick. Aber die soll mal gucken. So dick bist du gar nicht. Nein, die soll mal gucken, wenn du. Ja, ja, ich hab es weg. Nochmal schön. Hallo. Für den guten Duft. Nicht abbekommen. Sind mit den Augen? So ist er frei. Ja. Zähnchen putzen? Zeig mal. So ist er fein. So, oh ja. Feine Zähnchen putzen, haben wir auch die Frage auf YouTube beantwortet. Wenn der Hundeeis isst, was ja sowieso ohne Zucker ist, wer dann die Zähne putzt. Ne? Also das macht Mami oder Papi mit dieser grandiosen Zahncreme. The best ever für Mensch und Tier. Yummy. Bisschen beleidigt. Komm her. Die Zoomies gehören natürlich der nach dem Duschen dazu, ne? Das macht er, um sich zu trocknen. Hütchen,
Ja! Weinepoppchen. Wow. Das ist extra so eine Unterfellbürste und dann nochmal so ein feiner Kamm. Da kann man auch gut drüber kämmen. Wenn der draußen war jetzt zur Zeckenzeit, dann holt man nämlich die Zecken auch mit raus. Ja, Arison, ich helfe dir nur. Die stören du auch nur die Haare. So, einmal Aloe Propolis. Frei von Chemie, deswegen wunderbar. Und der Alpha-E-Faktor. Mal verrühren und dann schön Haarpflege betreiben. Ja, das ist fein. Und hinten auch noch feine Bobchen. Ja. Wow, so ist ganz ein feiner Bobchen. Ja. Oh, bist du in eine Rahmenschachtel rein? Die Jenny hat jetzt hier gerade eine Lieferung bekommen. Oder wir, die Jenny, wir haben eine Überraschung für den Dommer. Aber wieso zwei Boxen? Ich habe keine zwei bestellt. Ich wollte ihm das schon zu unserem Jahrestag schenken. Und jetzt gab es nämlich zu bestellen. Und es gab einen Rabatt. Ja, aber dann kam, ist eine dann umsonst, oder nee, was? Nee, ich will, nein. Der Takis? Ja, bestimmt. Ja, oder? Das ist eine Getränkebox, oder was? Yes! Weißer Pershing ist das, glaube ich. Also nur Softdrinks. Yeah. Mein Endgegner sozusagen. Yeah. Alter, krass. Ja, okay, das gibt's auch bei uns. Das ist der Traum von Sommerboy. Das muss eigentlich mit dem Hebe trinken, ne? Ja. Guck mal, Pika. Das hatte ich nämlich eigentlich für dich vorgeschlossen. Das war damals auch. Oha, da kann man oben den Xbox-Kühlschrank jetzt befüllen, oder was weiß ich? Keine Ahnung. Freust du dich? Voll cool, ja, Geschenk. Ich weiß auch, wenn man sowas nicht verschenken sollte, weil Zucker und Kalorien und bla bla bla, das weiße Gift, ist es dennoch... Ich war gestern mit dem DX4 fertig geworden, wir haben gar keine Zusammenfassung hier aufgenommen, sehe ich. Also das DX4 ist sehr gut gelaufen, über 2,7 Kilo bei mir. Ich will mich nicht beklagen, am ersten Tag hatte ich null Hunger, am zweiten Tag kam das Hüngerchen, aber es war alles kein Problemchen. Bei mir waren es 3,8 Kilo. Ist ja auch egal eigentlich, weil ich muss immer nochmal hervorheben, egal was du abnimmst, was du gewinnst, ist mehr Zeit für dich, mehr Fürsorge für deinen Körper, weil du einfach den ganzen Dreck ausschwemmst einmal. Davon kann man auch halten, was man will und bla bla bla, da kann man sich auch Videos anschauen, was weiß ich nicht, aber dein Körper wird entlastet, dein Geist wird entlastet und du hast Zeit, einfach mehr produktiver zu sein. Klar, das ist Leistungsgesellschaft, bla bla bla. Man muss ein bisschen den Gang rausnehmen, aber manchmal muss man halt eben auch einen Gang wieder reinlegen und Vollgas geben. Deswegen hat es auch gut gepasst, dass wir mit dem DX4 am Montag gestartet waren. Sind jetzt sind wir am F15. Aber the fuck ist diese zweite Box? Das muss ich eigentlich nicht aufmachen. Ich habe gar keine Box bestellt. Das sind ja dann zwei berechnen. Nee, ich habe was anderes, also andere Sachen bestellt. Hast du jetzt ja, bei denen hast du bei denen jetzt auch schon so einen Friends-Rabatt? Nein. Ja, also so. Hol nur mal das eine raus. Nur die Box. Weil die Box habe ich bestellt. Hol nur die Box raus. Eine Japan-Box? Ja, eine Mini-Japan-Box. Das seht ihr auch mal, wie so eine kleine Box aussieht. Die haben wir drin. Yum Yum. Also diese Bulldog wahrscheinlich wieder irgendwas. Ne, Samyang Instant Noodle Spicy, bla bla bla. Haichu, Strawberry, Kit Kat Double. Das Double Matcha hat man, glaube ich, auch einmal hier in Deutschland. Ne? Mhm. Kann das sein? Oder irgendeine Sorte Ruby oder sowas musste ich besorgen. Das war eklig. Egal. Cool. Das ist alles meine Lieblingssache. Oh mein Gott. Ich zeig's nicht, aber oh mein Gott. Ah, die kann ich mal eins zeigen, das ist ja alles das Gleiche. Das ist mein Liebling einfach. Mein Endgegner. Twinkies von, wie spricht man das jetzt aus, bevor ich es wieder falsch ausspreche? Keine Ahnung, Twinkies. Hostess oder Hustess. Was denn? Hostess? Ja, genau. That's it. Vanessa. Marvin. Ich muss doch genießen. Hast du jetzt leichter gemacht, oder? Oh, ja, nochmal nachher. Jenny, auf so viel mehr jetzt her. Ich bin schon beobachtet.
Ale zobaczymy, zobaczymy. Ja nie chciałem tego punktu, to jest Ich habe das nie gehört. Oh, du. Boah.